Felder im Vergleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich stelle hier in einer Übersicht die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der drei am besten bekannten Feldarten dar: des elektrischen, des magnetischen und des Gravitationsfeldes. Du solltest natürlich die Definition der Gravitationskraft und das Modell des Gravitationsfeldes kennen, die Coulomb-Kraft und die Verhältnisse im elektrischen Feld, sowie die Lorentzkraft und die Beschreibung von Magnetfeldern. Das Konzept des Feldes ist zwar erst bei der näheren Untersuchung elektrischer Phänomene entwickelt und erst danach von Einstein erfolgreich für die Formulierung der Relativitätstheorie angewandt worden, also für die Gravitation, aber wir beginnen hier in unserer Übersicht mit dem Gravitationsfeld. Die Wirkung der Schwerkraft ist unserer Alltagserfahrung näher. Nach den Ergebnissen von Keplers und Galileis Arbeit schloss Newton, dass die Kraft, die zwei massebehaftete Körper aufeinander ausüben, umgekehrt proportional dem Quadrat des Abstands beider und direkt proportional dem Produkt der Massen beider war. Nähere Untersuchungen brachten ihn zur Formulierung eines Gesetzes für die Gravitationskraft. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.